Peace, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play, der das Kreuz für Oblivion. Ja, beim letzten Mal sollten, besser gesagt, haben wir, glaube ich, die Schnitzereien erbeutet und sollen jetzt eine Krone finden. Tut mir leid, wenn ich gerade ein wenig verzögert rede, manchmal. Ja, ich habe gerade ein paar Chips gefuttert, die liegen immer noch neben mir. Genau, folgendes, wir werden jetzt beide Kronen holen. Einmal hier, dem Elfengartenbezirk. Die ist hier hinten. Und dann natürlich noch wieso noch hier in Elfengartenbezirk? Ah, andere Seite. Genau. Und dann mal schauen, welche Krone wir dem Kerl geben. Ich muss mich jetzt gerade schon wieder ziemlich zusammenreißen, dass ich hier nicht den Chip futtere. Weil es meiner Meinung nach die coolsten Chips sind, die ich jemals gegessen habe. Aber ich sag jetzt auch nicht, von welcher Marke die kommen. Weil ich das, um echt zu sein, doch ein wenig Schleichwerbung technisch oder so. Wäre doch blöd. Hom, 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 hom. Gut. Jetzt sind wir hier im Haus. Und wo müssen wir hin? Nach der Questmarkierung raus. Gut. Wir schauen jetzt einfach mal nach oben, weil ich nämlich eher glaube, dass sie es oben versteckt, weil es ja ihre Privatgemächer sind. Oh, fail. Und auf die... Ich hätte schon fast auf die Maus gesagt. Fail. Ah, in welchen Nütstein, den klauen wir. Oh, ein Wehklage. Gleichmut. Was stand da? Entopische Berührung. Ich habe das epische Berührung gelesen. Gut, was finden wir hier? Ein Rezept, Reinigung des Hohetempels, der letzte König der Leiden. Könnt ihr euch wieder selber durchlesen? Ich lese es offscreen durch, oder besser gesagt, nicht offscreen, sondern wenn der Part hochgeladen ist. Weil das über die letzten Leidenkönig täte mich auch persönlich interessieren. So. Knack mir mal hier den Schreibtisch. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das da drin aufbewahrt hat. Auf jeden Fall das Objekt, was wir begierden. Und Schlüssel für ein Aleidenfass. Aleidfass. Und sonst nur Scheiße. Gut. Vielleicht hier drin in dieser Truhe. Vielleicht hat sie es auch irgendwo ausgestellt in so einem Schaukasten. Kann natürlich auch sein. Vielleicht sind wir auch hier vollkommen falsch. Hier nehme ich beides mit. Das sieht mir schon ziemlich verdächtig aus. Ich öffne den Behälter mit einem Schlüssel. Alleinkrone von Nenalata. Ja, ich habe die Alleinkrone von aus Hirima Nazinas. Blablabla. Ja, ich sollte zu Bacano gehen. Gut, er hat hier ziemlich viel billigen Wein. Was zur Hölle? Wieso wird das rausgetan aus meinem Inventar? Ja, cool. Es wurde es hinzugefügt. Was zur Hölle? Wieso wurde es wieder entfernt? Und wieso wurde das Neues hinzugefügt? Okay. Gut. Jetzt holen wir... noch die aus Lindai, hatte ich vorgeschlagen. Wir gehen da jetzt rein und holen sie. Auch wenn die Questmarkierung was anderes sagt. Oh, ich muss jetzt wieder stehen. Ja, ich esse auch wieder an Let's Plays manchmal. Beim nächsten Mal habe ich vor, ein Eis zu essen. Nee. Komm, Schattenschute. Umdrehen. Weiter. Ich hoffe, ihr hört nicht zu sehr diese Knuspergeräusche, aber irgendwie, keine Ahnung, ich kann es mir nicht verkneifen. Ich bin auch nur ein Mensch mit Bedürfnissen. Außerdem soll es ja auch mir Spaß machen. Zack, Lindai. Dann gehen wir gleich rein, bevor wir aber reingehen. Reparieren. Ich möchte jetzt nicht wissen, was uns da wieder für Gegner entgegenkommen. Ihr könnt mir vorstellen, Untote. Das heißt, ihr könnt mir vorstellen. Obwohl, ich möchte jetzt mal so eine Alleinkrone tragen. Ich möchte jetzt auch mal so godlike werden. Oh mein Gott, eine Krone! Oh mein Gott, sieht das schwul aus. Veränderung, Beschwörung und Zauber widerspiegeln. Bringt eigentlich gar nichts. Ich möchte hier meinen Kapuze schwarzen Hand. So. Lindai.
Ja, ich mag Lindai. Auch wenn ich zum ersten Mal reingehe. Ich wollte gerade sagen, hat uns hier jemand bemerkt? Wir hatten Untote. Ja. Duell durch. Die Fallen machen den Rest, glaube ich. Nee, du bleibst da. Wir bleiben hier im Zwischenbereich. Ja, das macht die Falle. Boah. Wieder irgendein Lich und so. Scheiße. Wir hätten vielleicht doch etwas besser hier rangehen sollen. Stier. Boah, scheiß Skelett. Ich mache jetzt auch erstmal so 100% Undercover hier. Ich mache jetzt mal unsichtbar. Ich rette vielleicht doch etwas klüger. Nur etwas. So, Illusion hat sich erhöht. So. Der Zombie ist an uns vorbeigelaufen. Das heißt, das hat geglückt. Heilen wir uns ein wenig, obwohl zaufen wir erstmal einen Hexereitrank. Ich möchte erstmal, dass hier nicht mal so dicke Luft herrscht. Kaum riecht von dicke Luft, sind hier über Gaswolken. Will man mir irgendwas damit sagen? Ach, weißt du was, wir killen jetzt einfach. Bam, 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 bam. Na fuck, ich hab uns gerade gar nicht gesehen. Hat die Titten? Nee, doch nicht. Ich hab gerade gedacht, das wären Titten. Ist ja nämlich der erste Zombie mit Titten gewesen. Und sowas kann ich einfach nicht töten. Titten und so, ne? Ist schon klar. Oh, noch ein Zombie. Hi. Ja, sind wir jetzt auch mal eiskalt dran vorbeigeschlichen. Vorbei. Ich mit meinem Deutsch. Ich weiß. Grammatik, Fehler und was weiß ich, sind hier ziemlich geprägt in diesem Let's Play. Um ehrlich zu sein, das ist eigentlich schon das, was das Let's Play hier schon ausmacht. Diese Grammatikfehler, dieses Nonsens pur. Gut. Hierhin? Ja, hierhin. Schwer. Ist ja vielleicht doch klüger gewesen, hätten wir das umgedreht gemacht, dann hätten wir nämlich so in etwa gewusst, wo die Krone ist. Dank dem Quest-File. Denke ich mir auf jeden Fall. Das tote Fleisch nehmen wir mit. Alchemie. Da ist eine Falle. Oh. Ach, hier ist das Gespenst schon. Nein. Die hat uns gesehen. Dieses scheiß Gespenst. Hier. Haha. Falle. Hier. Während das andere Gespenst erstmal hinten beschäftigt ist, drücken wir auf dich ein. Willenskraft wird entzogen. Du gehst auch runter. Bam. Hier. Episches Battle mit Gespenstern. Auf einer Falle. Zack. Oh, bam, 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 bam. Hier, komm, komm. Goal. Das wäre mehr Luck als irgendwas anderes. Oh, gut, Blessing. Gut. Oh. Ja, ja. Ihr fragt mich, wie sehr das wehtun muss, wenn so ein riesiger Stachel in deinen Arsch gerammt wird. Okay, das müsste auch wehtun. Ich glaube, da ist dein Schädel danach zertrümmert. Nur eine Vermutung. Ich frag mich jetzt gerade was. Wie viel Sicherheit haben wir eigentlich schon? So als Skill. 80. Komm, mal sehen, wie oft wir schon die Schlösser knacken. Und immer noch nicht Meister sind. Ich frage mich, wie oft der Sicherheitsmeister von Cyrodiil hier unterwegs gewesen sein muss. Um hier die ganzen Schlösser zu knacken. Da vorne ist ein Zombie. Ich habe gedacht, das ist eine Lich. Nein! Haha, ausgetrickst. Gut, was sagt die lokale Karte? Die lokale Karte sagt raus. Innere Gräber, innere Gräber. Ja, wir wollen natürlich bei den inneren Gräbern rein. Num, num, Ladezeiten und ein Chip mehr in mir. Ah, Hm.
Ich schätze mal, in den inneren Gräbern werden wir dieses Teil finden. Ich scheiß unter Lich. Machen wir erstmal hier die Hölle heiß. Was? Ihr könnt beschwören? Eugene. Scheiße. Ich kann kein Zauber aussprechen. Jetzt aber, Eugene. Stirb unter Lich. Geh kaputt! Gut gemacht, Eugene. Unter Lich, die zwei. Dritte? Ich hab schon fast gesagt, die zweite. Ja, reiß deine Beine von mir aus. Geh kaputt. Oh. So, nein. Ich bin jetzt echt gestorben, oder? Darf ich jetzt den ganzen Dungeon nochmal machen? Ja. War ja klar. Ich mache denselben Fehler natürlich noch normal. Wenn ich jetzt einfach renne. Ah! Das war mies. Okay, hier müssen wir wieder weiter. Aber am liebsten. Keine Ahnung, ich will hier vorbei. Gut, jetzt habe ich mal Blessing bekommen. Wenn die unfair wären, dann werde ich auch unfair. Und zwar. Hier. Diese Art von unfair. So. Hier, ihr wollt Stress, dann kriegt ihr Stress. Das könnte mir gar nichts mehr anhaben. Ich bin schwer rüsten, wenn ich jetzt ein wandelnder Panzer. Ausdauer wiederherstellen. Ja, Zombie. Vielleicht mal hier etwas Sichtklärung. Geh kaputt. Aus. Geh in deine Ecke und schäm dich. So. Ach, hier auch nochmal ein Zombie. Auch nochmal Stress hier. Ich habe immer noch nie nachgeschaut, wo der Bogenschützenmeister ist oder wo wir Bogenschütze trainieren könnten. Boah. Geh sterben! Hier. Frisst deine geschmolzene Scheiße. Jetzt sieht man auch, dass sie gleich viel weniger Schaden machen als gewöhnlich. Irgendwie hat sich das jetzt total gekauft angehört. Knacken wir nochmal, weil wir müssen ja die Sicherheitsfähigkeit noch einmal ein bisschen erhöhen. Wir haben ja vorhin einen Punkt drauf gekriegt. Gut. Weiter geht's. Jetzt rushen wir. Obwohl, nee, hier sind wir ja nicht gerusht. Oh, jetzt haben sie uns gesehen, weil ich die Falle ausgelöst habe. Ah, die beiden wieder. Episch wieder auf der Falle in Fight. Das war jetzt mal episch not. Boah, irgendwie blendet mich jetzt das hier im Leben. Wollte ich gerade sagen, danke, dass der Zauberkram aufgehört hat. Aus dem Hinterrück erstürmt. Meine Fresse. Muss ich dir immer hinterher springen oder wie? Tor. Hier rennt ein Zombie rum. Tschüss, Zombie. Wir sind gerade auf Bein rübergegangen, aber ist okay. Ja, Zombie, ganz brav. Haust dich hier nochmal rauf. Machen wir mal die Tür hier zu. Machen wir mal die Allein-Truhe. Wie gesagt, dieses Let's Play ist von Sprachfehlern und was weiß ich hier übersät. Derjenige, der als erstes alle Sprachfehler zählt, der bekommt ein Abo-Box-Verlinkung. Also jetzt wirklich alle Grammatikfehler und so findet, bekommt eine Abo-Box-Verlinkung da. Also eine Box-Verlinkung. Ist ja nicht direkt Abo, oder? Nee. Skelettelt! Der, die, das wäre wie sie, bla bla. Das war jetzt gerade mal wieder epischer, mentaler Durchfall. Und nein, da oben ist nichts.
Wieso sehen die mich alle sofort? Hier, gib deine geschmolzene Scheiße fressen mit Milch. Ja, hier sind wir das letzte Mal gestorben. Ich speichere mal lieber, weil sonst passieren hier schon wieder blöde Sachen. So, der geschützte Stein passt. Ja. Wahrscheinlich ist das Teil da vorne in der Mitte. Hm, Walersteine. Wahrscheinlich ist das hier normal Lich. Ich habe gedacht, das wäre eine mega ultra super fick Lich. Nee. Stirb! Ha, du bist tot. Du bist tot. Du bist verreckt. So, allein fast. Da ist jetzt bitte schon die Krone drinne. Ja. Ich habe die Alleinkrone von den Dai gefunden, wie Hermina Zina gesagt hatte. Jetzt muss ich zu Mankan zurückkehren und meine Aufgabe vollenden. Ich weiß, die Lache war gerade sehr lame. Aber ich möchte erstmal diese Fässer hier, diese Stahlkäfige hier öffnen. Weil ich mir denken kann. Wollte ich gar nicht sagen, weil hier ist bestimmt ein Walerstein. Und Walersteine nehme ich immer sehr gerne mit. Walersteine sind toll. So, reparieren. Boah, stimmt, wir können ja nicht reparieren, weil wir uns immer noch im Kampf befinden. Obwohl, ich wollte das sowieso schon mal, wollte ich eigentlich schon am Anfang gemacht haben. Mir ist nämlich aufgefallen. Ja, mir ist nämlich das aufgefallen. Der Sound wurde etwas runtergedreht. Ich weiß nicht, wieso. So, ach. Machen wir aber hier so Pi mal Daumen. Muss ja nicht ganz genau sein. Also genau arbeiten mache ich hier dann. Obwohl... Hier, 55, ich schaffe das. Haha. So, jetzt dürfte es auch etwas lauter sein für euch. Wie gesagt, mir ist es aufgefallen. Let's... Ah, klar. Ich wollte eigentlich gerade meine Waffe reparieren, aber ich... Da muss ich jetzt nicht... So, hat sich die Sache wieder erledigt. Ja... Vielleicht kriegen wir ein Level ab. Ich hoffe mal. Bitte. Nein. So, allein was? Wo müssen wir lang? Wir müssen hier lang, glaube ich. Nee, dann war es doch hier lang. Ja, hier sind die Fallen. Die jetzt einfach mal ganz gekonnt nicht ausweichen, weil wir so toll sind. So, der große Horst. Der Witz wird irgendwie niemals alt. Ich hab wieder einen kleinen Chip im Mund. Oh mein Gott, ich werde angegriffen. Immer noch. Ich hoffe mal, dass die Lautstärke so passt. Dass sie mich jetzt nicht übertönt oder so. Wenn nämlich äußerst unvorteilhaft bin, ja. Ja, scheint zu passen. Gut, gehen wir jetzt zurück zu Umbakanos Haus. Reden mit ihm und sagen, wir haben die Krone. Ich glaube, wir werden doch die Originalkrone nehmen. Die andere Krone habe ich doch jetzt nur geholt. Der Vollständigkeit halber. Hm. So, wer bist du? Kann ich euch um einen Gefallen bitten? Okay. Hey, Fremder. Habt ihr ein paar Münzen für mich übrig? Dieser verfluchte Wachmann hat mich eben ausgeraubt und mir meinen letzten Septim abgenommen. Hm, korrupter kaiserlicher Wachmann. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich würde ihn wiedererkennen. Luronk und ich waren bei Yensin einkaufen, als er uns des Diebstahls bezichtigte. Selbst Yensin beteuerte unsere Unschuld, doch das war ihm gleichgültig. Wir mussten sein Bußgeld zahlen oder ins Gefängnis gehen. Warum hat ihn Yensin nicht berichtet? Was? Warum hat Yensin ihm... Warum hat ihn Yensin... Ach, bäh. Er hat die meisten Ladenbesitzer am Markt schon zur Kasse gebeten. Sie haben alle viel zu viel Angst vor ihm, um etwas gegen ihn zu unternehmen. Yensin wollte nicht einmal darüber reden. Jemand sollte endlich etwas gegen ihn unternehmen. Okay, wir haben eine neue Mission. Ich glaube, darum werden wir uns auch gleich das nächste Mal kümmern. Kaiserlicher Korruption. Anscheinend gibt es einen korrupten Wachmann in der Stadt. Roslyn, ja. Wie sollen wir da mit Yensin reden? Die war doch für eine andere Mission schon mal wichtig. Aber wir gehen jetzt dann noch zu Umbakano. Labern. Okay, nee, ich glaube, wir labern erst im nächsten Part mit ihm.
Oder nee, da kommt er. Da steht er. Ah ja, mein Freund. Krone der Eileiden. Habt ihr mir die Krone der Eileiden gebracht? Ja, gibt ihm die Krone von Nenaltala. Prachtvoll. Das ist meine bisher größte Errungenschaft. Allein der Gedanke, dass ich eben jene Krone in Händen halte, die einst das Haupt des letzten Eileiden-Königs krönte. Schon seine Augen auf sie zu richten, hätte für einen Angehörigen der niederen Rasse einst den sicheren Tod bedeutet. Ich danke euch nochmals für eure Bemühungen. Ich habe eine letzte Aufgabe für euch, wenn ihr noch immer bereit seid, für mich Gefahren auf euch zu nehmen. Was soll ich für euch tun? Um meine Nachforschungen über den letzten König der Eileiden abzuschließen, muss ich zum Thronsaal von Nenalata reisen. Zwar verstehe ich es, mich selbst zu verteidigen, doch wäret ihr auf einer solchen Expedition sicher ein unschätzbarer Gefährte. Ja, ich habe das Skill und eure so. Eure Belohnung besteht in ganz gleich welcher Beute, die ihr aus Nenalata vorttragt. Da der Thronsaal seit der Zeit der Eileiden versiegelt blieb, verspricht er eine reiche Ausbeute. Ich treffe euch in Nenalata. Sehr gut, dann in 3 Tagen. Kommt nicht zu spät. 3 Tage Zeit. Vergesst drei nicht, Tage Zeit ich erwarte für eine Quest. Euch in 3 Tagen. Wenn wir den da durcheskortieren müssen, könnten wir eigentlich Nenalata ausräuchern. Gut, wir beenden jetzt an diesem... In diesem Partystelle. Ich hab mal... Hier, gut. An dieser Stelle beenden wir den Part, Leute. Herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das war wieder Let's Play, der das Kreuz hier auf Living. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich gebe mich jetzt einfach mal abreagieren. Tschaußen!